Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute geht's für Lucy und mich ganz früh. Yep. Es ist gerade mal 8 Uhr. Nicht mal 10 vor 8. Wir sind seit 8. anderthalb Stunden schon wach. Und für uns geht's und heute. Erst jetzt hier? Ja. Ja. Wir wollten ja 10 Minuten los. Naja, mal sehen, ob wir das schaffen. Gollum ist jetzt noch nicht so weit fertig. Noch nicht so weit. Und dann fahren wir heute an den Strand. Ich freue mich richtig. Mal wohin, wo wir noch nie waren. Mal sehen, wie es wird. Also wir wissen den Weg auch noch nicht. Den schauen wir dann einfach mal so ganz spontan. Wir gucken mal. Lucy hat da sowas in der Story gesehen, wo wir heute hinfahren werden. Ich denke, das wird richtig cool. Die Pferde sind super gelaunt. Du hast Gollum noch gar nicht gesehen. Wie willst du wissen, dass er super gelaunt ist? Ja. Schauen wir einfach mal. Okay, dann lass mal Gollum holen. Ja, ich hole ihn mal. Alter, dieses eine Pferd. Denkst du, sie hat doch gar keinen Bock. Fidi. Fidi, du hast heute richtig Motivation, wie man sieht. Einfach schieben lassen. Das ist übrigens meine alte Reitbeteiligung gewesen vor Gollum. Die passt zu dir auf jeden Fall. Hallo Mops. Hast du gut geschlafen? Oh, er ist immer so süß und kommt direkt an. Ja, weil er fressen will. Er hat Hunger. Was hat Paul denn da an? Einen Schlafanzug? Ja, er muss sie jetzt noch abbekommen von dir. Von du mir. Du musst die ihm jetzt abmachen. Und guck mal, wer da kommt. Noch ein Schlafanzug. Die ganzen Langschläfer hier. Ja. So, du musst da jetzt reingehen. Wieso ich? Nimm den Schlafanzug ab. Wieso ich? Weil ich den schon gestern Abend drauf gemacht habe. Paul ist nämlich geschoren, weil der echt zu viel Fell hat. Und das geht gar nicht bei diesen warmen Temperaturen am Nachmittag. Er ist schon scharf. Ja. Oh, wie süß. Was ist das für eine Mini-Decke? Die ist halt echt miniaturklein. Und am Bauch, ne? Andere Seite, weil ab jetzt wird es halt dann gleich richtig warm. Und dann muss er die abbekommen. Aber in der Nacht ist echt richtig kalt noch. Noch? Ja. Wie geht diese Scheiße? Hast du noch nie eine Decke abgemacht? Ja, aber die ist ganz cool. Schau mal, er hilft dir. Och, Valentino eilt dir zur Hilfe jetzt. Mit angelegten Ohren. Ich krieg's wirklich nicht hin. Okay, dann mache ich das. Es ist ganz einfach, schau mal. Du musst einfach so machen und das dann drehen. Mhm. Und auf. Ich wollte eigentlich nur, dass du auch arbeitest heute. Ah, ja, genau. Schau mal, wie mini diese Decke einfach ist. Was ist das? So, jetzt komm, wir müssen los. So, jetzt holen wir mal den Superstar. Hallo. Ach so, ich dachte nicht. Du bist nicht der Superstar. Du bist der Superstar. Oh, und du bist auch der Superstar. Als erstes Schlafanzug ausziehen, der, wie man sehen kann, gar nicht mehr so sauber ist. Gib Gummi. Hallo. Ui, Buch. Oh, was ist das denn? Er hat sich richtig eklig eingesaut. Endlich lohnt sich das Putzen mal. Los, schnell. Oh, Hella, putzen, los. Erstmal diesen ekligen Fleck hier wegmachen. Okay, wir sehen uns dann in einer halben Stunde, wenn du fertig bist mit Putzen. Hallo, heute beeile ich mich. Ja, Valentino übernimmt das Putzen für dich, Hella. Du brauchst gar nicht mehr putzen. Super, gut, Valentino, gut. Alter, der geht aber ganz schön zur Sache da. Ja. Ist das denn putzen oder kraulen? Ich glaube kraulen. Einfach ineinander beißen. Kram, 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 kram. Der beißt da richtig rein und zieht den Speck mit. Ja. Los. Sind wir fertig? Ja, wir sind ready und jetzt verlade ich ihn nur noch. Tschüss, Valentino. Die Massagestunde war noch gar nicht vorbei. Du hast ihn einfach weggenommen. Ja, ist halt so. Kann ja nicht ewig trödeln, ne? Lucy macht jetzt auch nur noch das Heunetz rein. So, erstmal das Vorzeigepferd. So geht das. Gollum, hast du dir was abgeschaut? Jetzt bist du dran. So geht das. Sehr gut. Sehr so, gut. Klappe zu auf den Tod. Hallo Gollum. How's it going in there? Super. So, dann können wir los, oder? Ja, gell? Er hatte gerade noch Massagestunde mit Valentino. Oh. Und dann wird er einfach weggenommen und soll in den Anhänger gehen, der Arme. Hoffentlich fährt Lucy nicht Lucy, so rasant. Lucy, du musst noch Tschüss sagen. Ich hab doch schon Tschüss gesagt. So. Komm, ich hab meinem kleinen Pony schon da Tschüss gesagt. Jetzt willst du mich auch gar nicht sagst mehr sehen. Sag doch mal Tschüss zu den Pferden. Ja, ganz wichtig. Bis gleich, ihr Würstchen. Würstchen. Kommen wir heute Abend auf den Grill, oder was? Ja, vielleicht. Wir haben ein bisschen Platz. Warum willst du so da? Weil Marissa noch gekommen ist, die macht nämlich noch Bilder. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es irgendwie passt. Aber in diesem riesen Bus sollte es ja eigentlich gehen, oder? In diesem Bus passen 7 Leute und wir sind überfordert mit 4. Familientrip, woo! Hier, das ist unser Sun. Was ist eine Krake? Einsteigen! Wir sind jetzt losgefahren und uns ist aufgefallen, dass wir Gamaschen nicht dabei haben, aber wir brauchen, glaube ich, auch keine, wenn wir eh ins Wasser gehen. Und schaut euch das mal an. Tom schläft einfach. Powernap. Wie ein kleines Baby. Das Baby haben wir auch dabei. Wir sind jetzt angekommen und nein, Leute, ich habe den Job als Synchronsprecherin nicht bekommen. Ich weiß nicht mehr haargenau, was ich da gesagt habe. Ich weiß nur, dass der Ton nicht mehr funktioniert hat oder Tom irgendwie vergessen hat, das Mikro anzumachen. Wow, schon wieder super professionell. Naja, wir haben jetzt gleich auf jeden Fall die Pferde ausgeladen und ich habe mir noch schnell die Haare gebürstet, damit die auch schön fresh sitzen. Und dann ging es direkt an den Strand. Oh, Lucy, warum ist deine Anhängertür so? Schwer?
Ach, ja, geschafft. Alter, was hat Gollum denn hier mitgebracht? Hallo Gollum. Ja, wo sind wir denn hier? Erstmal umschauen. Ich nehme das Pferd. Das Bambi ist auch runter. Bambo, wo sind wir? Man weiß es nicht. Im Busch. Ich habe Gollum dann erstmal nochmal schnell übergeputzt. Dann habe ich ihn noch gesattelt und fertig gemacht. Dann gab es noch hier einen Apfel für ihn. Da weiß ich auch mal wieder nicht, was ich gesagt habe, weil der Ton wieder aus war. Lucy hat sich dann erstmal richtig beschwert, dass Bambi keinen bekommen hat. Und dann meinte sie nur so, naja, Maus. Und dann ging es auch schon los zum Strand. Wir waren beide sehr motiviert. Das Wetter war auch super, super schön. Und ich hatte einfach richtig gute Laune. Dann sind wir hier durch den Sand gegangen. Und das war irgendwie echt ein richtig witziges Gefühl, weil die Pferde so ein bisschen eingesackt sind. Also nicht wie normale Schritt gehen, so auf hartem Boden, sondern auf diesem weicheren Boden. Beim Aufwärmen war Gollum teilweise ziemlich nervös, weil da auch so richtig große Boote, wie man hier jetzt sieht, einfach lang gefahren sind. Und dann hat er sich einmal richtig erschrocken vor so einer Welle. Ich bin fast runtergefallen, konnte mich dann aber noch irgendwie halten. Ja, aber dann wurde es mit der Zeit besser. Gollum hat sich dann auch so ein bisschen dran gewöhnt und dann konnten wir hier auch lang galoppieren. Das war dann richtig, richtig schön. Auch alleine hat das super funktioniert, wie man jetzt hier sehen kann. Aber es konnte natürlich nicht nur bei einem Fail bleiben, sondern es musste natürlich direkt noch ein weiterer Fail kommen. Warum, was ist denn da passiert? Mir ist die Kamera in den Sand gefallen, Leute. Kleister. Ja, ich habe mich so auf den Boden gelegt, ich weiß nicht, ob man es sieht. Dachte, ich mache ein geiles Foto. Dabei ist diese Kamera in den Sand gefallen. Naja, ich muss das zu Hause vor der Kratzer drauf kommen. Was machst du denn jetzt? Erstmal ins Wasser gehen oder was? Ja, schwimmen. Nein, ich zeig Bambi jetzt einmal in Ruhe das Wasser. Ah, ich wünschte, ich hätte meine Badehose mitgenommen. Das wäre echt smart gewesen. Dann wäre ich hier reingejumpt. Ja, einfach mit Bikini. Ja, halt echt. Gutes Pferd. Ja, Lucy ist einfach abgestiegen und ist dann mit Bambi ins Wasser gegangen und Bambi ist ihr dann auch gefolgt. Die Pferde hatten halt einfach ein bisschen Schiss vor diesen Wellen, aber das ging dann echt richtig gut und Bambi ist ihr dann hinterhergegangen und dann war sie auch schon im Wasser. Ja, genauso wie ihre ganze Reithose, die dann nass war. Aber ja, dann waren die Pferde wenigstens drin und wir konnten dann richtig mit denen da reingehen. Guck mal, Bambi hat richtig Spaß. Ja, Gollum. Ja. Bambi hatte Spaß im Wasser, das hat ihn überzeugt. Gollum, so, ich will auch Spaß haben. Ja. Aha, gar nicht so schlimm, Gollum, wa? Gollum ist halt auch eigentlich voll die Wasserratte, deshalb hat sie schon runter. Lucy muss ihre Stiefel wieder anziehen. Ich glaube, sie fällt gleich um. Gleich liegt sie im Wasser. Aha. Hat besser geklappt, als ich erwartet hätte. Ja, muss ich auch sagen. Wie war's? Ja gut, aber Gollum ist heute ein bisschen aufgeregt. Eigentlich ist er auch so eine richtige Wasserratte, also im See und so schwimmt er richtig gerne. Aber hier hat er ja so Angst vor den Wellen ein bisschen. Und den Booten, hallo, aber hier sind riesige Boote ja, vorbeigefahren. Ja, hier sind fette Schiffe. Und da, ganz ehrlich, hatte ich auch Angst, muss ich ehrlich sagen. Und einmal bin ich fast runtergefallen, aber naja. Aber am Ende ist er dann doch noch ins Wasser gegangen. Ja, jetzt wo Bambi reingegangen ist, ist er auch mitgegangen. Gollum ist halt nicht so ein Anführer, er ist so ein Mitläufer. Nein. Doch, er muss immer erst jemand anderen haben, der reingeht. Manchmal geht er auch selber von sich aus rein, aber heute ist nicht sein Tag. Ja, ja. Wir sind jetzt wieder da. Es hat so viel Spaß gemacht. Am Ende wurden die Pferde dann auch viel entspannter und ruhiger. Am Anfang waren die ja ein bisschen so aufgekratzt und wollten unbedingt los. Aber als sie dann im Wasser waren, da haben sie wirklich schön entspannt. Danke, Lucy, dass du dich geopfert hast und deine Stiefel ausgezogen ja. hast. Das hat wirklich Gerne. Sonst hatte wirklich keiner los. So, dann springen wir runter, oder? Ab nach Hause. Ja. Yeah. Die kriegen jetzt einfach Valentinus-Goodies. Der arme Valentino, ne? Schaut euch das an, Lucy hat einfach eine Zweierbanane, die ist aneinander gewachsen. Wahrscheinlich, weil die schon so verschimmelt war. Nein, nein, das war vorher schon so, ich habe die so gekauft. Oh mein Gott. Und dachte mir so, ich will unbedingt sehen, wie die von innen aussieht. Wie eine normale Schmeckt Banane. Aber normal anscheinend. Hast du dann für eine Banane bezahlt oder für zwei? Das ist eine gute Frage. Ich glaube für zwei. Naja, meistens gehen die ja nach Gewicht. Nach Gewicht, ja. Aber dann musstest du nur einmal Schale bezahlen und hast zwei Bananen dafür bekommen. Du musst mit ihm einmal Fleben machen. Bambo macht das auch schon die ganze Zeit. Gollum will nicht mal Banane. Nein. Guck mal, wie ihr gerade Unterlippe vormacht. Komm, Flim. Ah, nee, er kann seinen neuen Trick leider noch nicht. Ja, dann kriegst du jetzt die Banane so. Friss. Friss! Okay, dann verladet die Pferdchen. So, Gollum, ab nach Haus. Gut, Gollum. Oh, ey, Bambi will auch schon rein. Oh mein Gott. Bambo, geh mir einen Schritt zurück. Schmeiß die lieber gleich hinterher, Lucy.
Bald habt ihr nicht irgendwo noch ein Handtuch? Ich will auch schwimmen gehen. Dann hättest du dir was mit Schabracke nehmen. Ja, hier. Und ich darin ein. Kann meinen Pulli nehmen. Ich hab die rote, die ist frisch gewaschen, glaube ich. Nee, ich trockne mich nicht mit einer Schabracke ab. Doch, hast du wieder Handtuch? Ich sehe da keinen Unterschied. Ja, geht. Willst du da wirklich rein? Ja. Ja, dann jetzt. Tom ist bereit für seinen Auftrag ins Wasser zu springen. Ich habe halt nichts zum Abtrocknen, aber ich will unbedingt, es ist so warm. Und ich es ist so heiß, wirklich, ich sterbe gerade auch. Ich springe jetzt da in Unterhose rein. Das darf man nicht filmen. Habe ich eine schöne heute an? Nein. Jetzt weiß jeder, welche Unterhose Tom trägt. Das ist ja peinlich. Ich filme nur den Oberkörper. Sonst ist mir es unangenehm. So, Kinder der Sonne. Wir haben halt noch nicht mal ein Handtuch. Trockne in der Sonne, oder? Ich nehme eure Schabracke dann wirklich. Hier, das kannst du nehmen. So, das müsst ihr gleich noch wegmachen. Ja, wir machen das gleich sofort weg. Natürlich. Ist ja voll anstrengend, hier durchzugehen. Ich zeig jetzt mal Gollum und so, wie das richtig geht, ins Wasser zu gehen. Ich hoffe, die schauen sich das Video an, die Pferde. Ja, ja. Lucy, du meintest, das Wasser ist warm, ne? Ja. Wer bin ich? Wer bin ich? Oh Mann, hör auf! Das ist richtig fies! Die ganze Zeit. Oh Mann, übertreib jetzt nicht und geh jetzt mal lieber rein. Traust dich nämlich auch nicht. So laufen die Pferde halt. Wow, die Aufnahmen gefallen mir ja noch viel besser als die mit Gollum. Rein mit dir. Jetzt musst du rein. Das macht man anders. Alter. Kannst du vielleicht wie Baywatch hier rauskommen? Ehrlich, jogg mal so ein bisschen wie Baywatch. Oh yes, yes. Können die noch Fotos machen oder so? Hier lang galoppieren? Nein, das will halt niemand sehen. Oh, geil. Wieso ist er so? So, jetzt seid ihr dran. Wir, hör auf! Du bist wie Gollum. Wir, hör auf! Nur, dass er nicht reden kann. Und du so, sag hier rein! Der wird einfach gezwungen! Ja, halt echt! Du regst dich auf! Ja, hallo, ich hab hier Sachen an. Ja, er denkt sich auch, ich hab eine Schabracke auf dem Rücken und Sachen drauf. Und eine Reiterin. Nimm doch Lucy mit rein, die möchte da schwimmen. Ja, hier ist meine noch einmal Bambo. Oh Mann. 10 Arten von Pferden, die ja ins Wasser gehen. Ja. Auf jeden Fall kein Pferd. Wir machen jetzt natürlich noch die Pferdeäpfel weg. Lucy hat sich hier schon bewaffnet. Das muss natürlich immer mitkommen, weil das sonst echt asozial ist, wenn man die Äpfel nicht wegmacht. Und dann kann man vielleicht ja auch nochmal wiederkommen. Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir jetzt auch schon das Video. Es hat super viel Spaß gemacht und Lucy und ich haben beschlossen, wir müssen jetzt öfter hier an den Strand fahren, yes, weil das einfach echt nice ist hier auch mit dem Wasser und so. Die Pferde müssen sich, wie gesagt, erstmal so an die Wellen gewöhnen, aber dann hat es richtig gut geklappt. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, gesund bleiben und nicht zu vergessen, den Kanal zu abonnieren. Lucy, hast du den Kanal abonniert? Natürlich. Das hat sie schon im letzten Video gesagt. Macht's wie Lucy. Jedes Video abonniere ich den neu. Running Gag. Ja. Und Leute, immer schön schwimmen gehen, ne? Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Hallo, könnt ihr auch noch Tschüss sagen? Tschüss.